Folge 5 von Futnik fummelt Until Dawn. Ich wurde im Anschluss an das letzte Video darauf hingewiesen, ich solle doch bitte die Schmetterlingseffekte zeigen. Ich dachte eigentlich, ich habe das immer gemacht, aber ich sehe hier selber, da steht noch neu bei Status und Gesammeltes, also gucken wir uns das jetzt erst nochmal an. Das sind Sammelsachen. Jammeljochen, Totems und ab. Okay. Man behält recht. Also, Sam hat einen Baseballschläger gefunden und im Keller gelassen. Sam konnte wählen, ob sie den Schläger benutzt. Das ist im Übrigen tatsächlich das Gegenteil von dem, was ich eigentlich dachte, was passieren wird. Nämlich, dass die Waffe irgendwie oben oder so gebraucht wird. Sie wurde unten gebraucht und ich bin ganz stolz auf mich. Sam hat den Psycho geschlagen, um zu entkommen, und ich habe sogar ein Achievement dafür gekriegt. Weiß nicht, ob das im Stream eingeblendet wurde. Ja. Wer es gesehen hat, ich kenne davon aus jeder, wenn ich mich da am Ende, bevor Sam gefangen genommen wurde, mit diesem Zeug betäubt, wenn ich mich versteckt hätte, ob ich dann tatsächlich entkommen wäre oder nicht. Rettungsaktion, Mike ist Jessica erfolgreich nachgelaufen. Sie scheint ja trotzdem gestorben zu sein. Oder? Matt war für Emilys Plan, zum Turm zu gehen und Hilfe zu holen. Da wurde ich auch übrigens darauf hingewiesen, ich hätte einfach über die Holzbrücke gehen sollen, als ich die Möglichkeit dazu hatte. Was soll ich sagen? Ich habe was brummen hören, ich dachte, es wäre ein Bär, ich dachte, er zerfleischt mich, ich dachte, ich gucke nochmal auf der anderen Seite, was da los ist. Ja, da habe ich wohl Pech gehabt. Sam hat sich fangen lassen. Okay, gut. Also, wenn ich mich versteckt hätte, wäre es vielleicht... Es tut mir jetzt voll leid für Sam. Ich glaube, von all den Figuren hier bei Until Dawn mag ich Sam am meisten. Weil sie am wenigsten rumzickt und Blödsinn macht. Gut. Haben wir hier was Neues? Nee, schade. Schon noch nicht dabei, ich weiß. Okay, wir steigen ein. Ich hoffe, es ist jetzt jeder dabei, der live dabei sein wollte. Wenn nicht... Gelitten. Oh, Fern, das kannst du nicht tun! Was hab ich dir getan? Psycho. Oh mein Gott, wir müssen hier abhauen. Ich verstehe einfach nicht, was los ist. Ihr ist ein Psychopath. Nein, das ist verrückt. Wir müssen Hilfe holen. Hallo? Leute? Hallo, Samantha. Suchst du nach mir? Wir sollten die anderen suchen. Mike und Jess vögeln sich gerade das Hirn raus, und wer weiß, wo Sam ist. Ich glaube, in der Lodge. Warum diskutieren wir noch? Los jetzt! Hey, da! Feuerwachturm! Matt, was ist das? Keine Ahnung. Wir steigen direkt hier ein. Matt, was hast du vor? Was willst du tun? Nein, nein, nein. Die werden uns wehtun. Nee. Doch. Nein, nein, ich scheißegal. Das war nicht hier. Ich finde einen Weg durch die Hirsche. Okay. Mann, der Hirschflüsterer. Hallo?
Matt ist ruhig durch die Hirsche gegangen. Matt und Emily sind der Gefahr unversehrt entkommen. Aber ich muss jetzt doch tatsächlich... Spiele ich die jetzt? Hier in den Einstellungen gerade mal was anpassen. Und zwar... Wer mich kennt, wird lachen, aber ich muss die Y-Achse umkehren, hier ausschalten. Normalerweise spiele ich immer mit einer umgekehrten Y-Achse und jeder regt sich tierisch drüber auf, wenn man sich den Controller dann abwechselt. Ja, hier hätte wahrscheinlich keiner ein Problem mit mir zu tauschen. Das ist jetzt allerdings auch wieder umgekehrt, hat er das jetzt auch übernommen? Ah. Da weiß ich nicht, ob ich es haben will. Es fühlt sich immer blöd an. Ich glaube, das ist okay. Geh mir aus dem Weg, Bursche. Nee, okay, mach doch nichts. Kerl! Kann man nicht hin, gut. Falls wir es hinkriegen, jemanden zu erreichen, dann sagen wir brauchen Hilfe. Was tun wir, während wir warten? Wir gehen zurück zur Lodge und holen die anderen. Oh Gott, nicht zur Lodge. Wir sollten hier bleiben, für den Fall, dass sie draußen uns nochmal erreichen wollen. Erst muss das Funkgerät funktionieren. Nur eine Sicherheitsleuchte. Bestimmt bewegungsaktiviert. Da werde ich jetzt nicht unbedingt meine Hand für ins Feuer legen. Du hast es nicht allen Ernstes die Axt da unten gelassen, oder? Das kann ja jetzt wohl nicht dein verfickter Ernst sein, dass du die Axt da unten gelassen hast. Du kannst... Als ob man mit einer Axt in der einen Hand... nicht die Leiter hochklettern könnt, oder was? Was kannst du eigentlich? Warum ist es hier plötzlich so windig? Wir sind schon fast drin. Thank you.
kennen wir ja alles. Vielleicht sollte ich da mal anrufen. Nee. Ach, komm schon. Toll, kein Strom. Hier muss doch ein Schalter oder sowas in der Nähe sein. Scheiße, ja, Mann. Jetzt wissen zwar auch alle Killer, dass ihr hier seid, aber ansonsten alles top, top, top. Oh yeah. Ich guck lieber nochmal nach, aber ich bin mir ziemlich sicher, ich muss ihm Matt geben. Ja, genau. Irgendjemand müsste das sehen. Hoffentlich nicht nur der Psychopath. Da war noch was Neues. Ups, in die falsche Richtung gegangen. Wer bekommt die Waffe? Achso, das ist jetzt nochmal neu aufgerollt. Sorry, dass du auch noch vermisst wirst. Wir sind am
Blackwood Mountain bei der Ski Lodge. Ich ist ein Killer, er ist hinter uns her und er hat unseren Freund umgebracht. Oh Gott, bitte, Hilfe, Sie müssen uns helfen. Das ist geil. Ist hier voll im Nervenzusammenbruch und er steht einfach nur da. Etwas beim Bewegungssensor. Bestimmt ein Scheißring. Ich höre Sie, Mac. Bitte bleiben Sie auf Position. Wir schauen mal, die Sie da rausholen, so wie der Sturm sich gelegt hat. Was? Wann? Wie lange? Morgen, so früh es geht. Until dawn. Scheiße! Die ganze Spannung zu tun. Oh mein Gott, hilf mir! Er wird mich umbringen! Jetzt mit einer Grundsatzdiskussion anfangen? Ich versuche zu dir zu kommen und dich hochzuziehen. Jetzt hol mich bitte von diesem gottverdammten Turm. Bitte, 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 Matt, tu endlich was. Ich komme. Hier. Darf nicht kippen. Komm, das muss jetzt einfach mal funktionieren. Okay, er ist überhaupt nicht witzig.
Ah, die Striche sind die Ausgangswerte, oder wie? Okay. Nicht so gut. Was? Was? Das Spiel verarscht mich. Was ist denn das? Ich wurde ja nicht gefragt, ob ich sie abfeuern will. Das hätte ich auch gewiss nicht gemacht. Das scheiß Totem hat gesagt, ich soll es ihm geben. Oder habe ich da irgendwas missverstanden an dieser Szene? Fick dich doch, Spiegel. Ohne Scheiß. Was soll das? Ja. Gut. Also mal direkt alles falsch gemacht, was ich falsch machen konnte anscheinend. Das heißt, mein Held ist stirbt. Sie war nicht oben? Weiß nicht, hab sie nicht gesehen. Sie muss hier runtergekommen sein. Ich hab sie auch nicht gesehen. Oh, ist das wirklich passiert? Verdammt, was ist denn hier bloß los? Nimm es. Das kenne ich auch schon. Chris, ich wollte nur sagen, was da in dem Schuppen passiert ist. Ich weiß, wie schwer das für dich war. Josh war dein Freund. Stopp. Nein, ich will nur sagen, danke. Ich verdanke dir mein Leben. Was hätte ich tun sollen? Okay, ich musste dich eben einfach retten. Ich musste. Standet euch nah. Chris! Sieh mal hier. Chris, was ist dir passiert? Ich bin kein Forensikexperte, aber sie wurde anscheinend geworfen. No shit, Sherlock. Wenigstens das habe ich wohl richtig gemacht.
Da ist in dem Eimer. Nope. Warte kurz. Hast du das gerade gesehen? Hab ich was gesehen? Das, Chris, das! Welches das meinst du? Es war wie eine durchsichtige Gestalt. Wie ein Geist. Oh, Mann. Ich meine das ernst. Warum glaubst du mir nicht? Ich hab das gesehen. Zählt das denn nicht? Das war die Hölle heute Nacht, okay? Du bist total fertig. Ich bin total fertig. Ich glaub nicht mal mehr, was ich sehe. Also lass uns halt erstmal rummachen, ne? Ja, oder auch nicht. Ich weiß nicht. Da war etwas. Chris. Ash, ist okay. Du bist nur, wir beide sind im Moment nicht ganz wir selbst. Wir müssen uns zusammenreißen. Ja, geht das? Chris. Lass uns Ruhe bewahren. Oh, wenn mich hier unten langsam irre. Woanders kann Sam nicht mehr sein, Ash. Warum können wir nicht einfach die anderen suchen und... Was, wenn Sam uns braucht? Wenn sie in der Klemme steckt? Oh Gott. Los geht's. Fällt zu? Oder auch nicht? Nicht wahr sein. Was zur Hölle? Ist denn hier los? Oh. Wow. Oh Gott, hab ich mich erschrocken. Du bist dran gestoßen, oder? Bist du dran gestoßen? Ich glaube nicht. Ich meine, ich weiß nicht. Wie konnte hier alles zur Hölle? Da, Chris. Man sieht's durch die Fenster. Was denn? In die eine Richtung? Nein, eine ganze Szene mit Puppen und so. Ja. Dreh dich doch um! Nicht ja, wie bei Mulder und Scully. Du hast mit dem Handy gespielt, du Depp! Was twitterst du? Hashtag, wir werden von einem Geist verfolgt! Ash, okay? Es ist kein Geist hier. Der Geist von wem? Du flippst aus wegen der Sache mit Josh. Pass einfach nicht auf, da war ein Geist und er sah aus wie Hannah! So wie Hannah! Oder mehr wie Pam! Scheiße, Ash, was glaubst du? Die verfolgen uns jetzt seit der Seance? Ich weiß nicht, vielleicht. Das tun sie nicht, weil. Es Geister gar nicht gibt, okay? Oh, okay. Und wer hat dann mit uns gesprochen bei der Seance, Chris? Ich weiß es nicht. Was war das? Wie kann ein Bild einfach so von der Wand fallen?
Es ist immer die Frage, geht es dann auch wirklich da weiter oder geht es dann so weiter, dass ich nicht mehr noch das andere angucken kann? Das ist bestimmt der Schlüssel. Na bitte. Oh mein Gott. Da, da, Chris, jetzt sag mir nicht, dass du das nicht gesehen hast. Siehst du? Das ist, Du siehst es, du! Ich weiß nicht, ich... Das ist völlig verrückt. Chris, es zeigt uns den Weg. Das seid ihr. Im Versteck. Wartet auf Hannah. Letztes Jahr. Aber es ist genau, ich meine, genau da habe ich gesessen. Und da war Matt und... Das hat jemand aufgebaut, der dabei war. Oder jemand, oder etwas, das uns beobachtet hat. Vielleicht ist es eine Warnung. Ich glaube, jemand hat das aufgebaut, um uns zu erschrecken. Nein, es war bestimmt der Geist. Das heißt, der Irre ist der Mörder von Hannah und Beth. Nein, das ist dieses Dreckschwein. Der treibt hier seine Spielchen mit uns. Warum sollte er das hier inszenieren, Chris? Er will uns sagen, dass er uns alle auch noch erwischen wird. Das ist Hannahs Tagebuch. Mom hat endlich Ja gesagt. Die Einladungen sind raus, die Party findet statt. Ich hasse diese Warterei. Bis jetzt haben Ash, Matt und Sam definitiv zugesagt. Noch nichts von Mike. Oh mein Gott, Mike hat zugesagt. Er hat Josh heute angerufen. Juhu, morgen steigt die Party. Auf dem Berg, das wird so super. Kaminfeuer und Whirlpool. Und oh mein Gott, Mike, ich bin so begeistert, dass er hier sein wird. Ich kann das nicht lesen. Es ist ich muss aufhören an ihn... Ich muss aufhören, an ihn zu denken. Hey! Dann halt nicht. Das kommt von da hinten. Hände schwitzen wie sonst was. Moment, jetzt will ich erstmal hier hinten gucken. Die Tür wird wahrscheinlich abgeschlossen sein. Hier ist kein Griff dran. Achso, ja, gut. Das würde ich vermuten, oder? Ich werde nicht gern beobachtet. Besser? Fick dich ins Knie! Das ist besser. Hey, hey, sieh mal hier. Sieht neuer aus als das ganze andere Zeug. Ein Katalog für Industriegewürm.
Was hat der hier verloren? Bald haben wir es auch, ne? Jetzt nicht, wie viele Kapitel es gibt. Aber von den Schmetterlingen aus haben wir es bald. Und da denkt eine Gruseliger geht's nicht mehr. Ah, und noch mal Gruseliger. Finden, auch wenn die Dinger einen eh nur verarschen. Ich weiß nicht, was Hannah sich gedacht hat. Ja, tja. Du weißt, wie das ist, wenn man sich in jemanden verknallt. Toll. Also im Grunde sagst du, wir hätten eine verletzliche Freundin in eine schlimme Situation gebracht und deshalb konnte sie gar nicht anders als weglaufen. Wenn du es wärst. Meinst du nicht, du wärst auch weggerannt? Ich meine, wer lässt sich gern verarschen? Mich verarscht hier niemand. Das denkst du. Was? Chris, wir haben sie voll lächerlich gemacht. Vor all ihren Freunden und ihrem Schwarm. Kann man jemandem noch was Schlimmeres antun? Wieso habt ihr es denn dann überhaupt gemacht? Weißt du was? Nein. Ash. Nein, ich hab genug. Ich werde nicht noch tiefer reingehen in diesen Albtraum, Chris. Ash, ich verstehe dich, okay? Ich hab wirklich auch echt Angst. Aber falls Sam da unten ganz allein mit einem Psycho ist und wir abhauen, dann könnten wir sie auch gleich selbst umbringen. Gott verdammt. Ashley, na los.
Wieso hast du immer recht? Ich hab nicht immer recht. Tja, wo du recht hast, hast du recht. Ich will nicht recht haben. Ich will hier Nein. weg. Erst finden wir Sam. Gehen wir. Chris, ich habe wirklich kein gutes Gefühl bei der Sache. Was meinst du? Wir nehmen doch an, derselbe Kerl steckt hinter den Zeitungen und auch der Kamera, ja? Ja, ich glaube schon. Es ist... Anscheinend konstruiert er diese ganze Story für uns. Dann sieht er zu, wie wir rumlaufen, verängstigt und beobachtet uns, als wäre es ein krankes Experiment. Wow, das ist... Das ist ja... Das alles ergibt auf eine kranke Art echt Sinn. Ja, oder? Man könnte jetzt Parallelen zu dem Streich ziehen. Da wollen wir auch nicht drüber reden. Nicht irgendwelchen schrägen Hobbys gefrönt haben, dann ja, wahrscheinlich. Das sind wir. Das ist Jessica, nehme ich mal an, die schon tot ist. Ich meine, was ist das, eine verdammte Todesliste? Gott! Horrorfilm hier drin.
Sieh dir das an. Blut? Vielleicht von Sam. Okay, mal sehen, ob ich das aufkriege. Ja, ich hab's, aber verdammt, ist das Ding schwer. Vorsichtig. Jetzt komm schon durch, Ash. Ich kann sie nicht halten. Ja, komm schon. Chris! Was? Ich glaube, ich hab's hergesehen. Ash, bist du sicher? Ich weiß nicht, aber komm, wir sollten nachsehen. Tja, also wer immer hier auch blutet, ist hier durchgekommen, okay? Deshalb müssen wir uns beeilen. Los! Oh, okay. Okay, du hast recht, ich komme. Oh. Gott sei Dank. Verpiss dich. Ich kapier's nicht. Wozu braucht hier jemand eine Kühlanlage? Es ist eiskalt. Gott allein weiß, was bei denen im Kopf vorgeht. Oh Mann. Nein. Nur eine Puppe. Das sind Sams Kleider, das ist. Krank. Das ist total krank. Dieser Psycho war also hier unten, ganz sicher. Muss der erst einmal noch hier? Ich hoffe nicht. Was? Soll dieses Ding überhaupt hier? Das würde ich auch gerne wissen. Aber ich finde keinen scheiß Toten mehr. Das gefällt mir nicht. Sam! Und ich war jetzt nicht in diesem blöden Filmraum gewesen. Wahrscheinlich wäre da sogar ein Totem drin gewesen. Oh, Chris. Oh nein. Hallo? Sam? Sei bitte nicht tot. Sie ist nicht tot. Woher weißt du das? Sie atmet noch. Oh Gott sei Dank. Was zur Hölle hat sie? Sie ist bewusstlos. Oh nein, das ist... Hinter dir, du musst sie hier rausschaffen. Oh Chris. Oh shit. Stech zu. Jede Sekunde, die ich bei dir war,
Ich hätte meine Zeit nie anders verbringen wollen. Was meinst du damit, Chris? Tut mir leid. Ich hätte sagen sollen, was ich fühle. Chris. Ashley, ich schwöre, wenn wir hier rauskommen. Oh Gott! Ah! Ashley, ich hol dich hier raus. Ich lass dich nicht sterben. Oh, hallo, meine kleinen Versuchskaninchen. Oh, Scheiße. Chris. Hab keine Angst. Oh, das solltest du doch, Ash. Denn hier kommt der Clou. Chris hat schon eine tödliche Entscheidung getroffen. Und die nächste wartet schon auf ihn. Chris, du kannst die Waffe da vor dir nehmen und Ashley erschießen. Oder du erschießt dich selbst. Wer übrig bleibt, darf leben. Nur du entscheidest. Sei doch nicht albern, Chris. Ich hasse es. Leute, halt! Das darfst du nicht, Chris. Bitte nimm mich! Du hast mich schon mal gerettet. Fuck. Lass mich dieses Mal entscheiden. Lass mich dieses Mal dich retten. Wenn ich noch eins in meinem Leben tun kann, lass mich das tun. Chris, bitte. Oh, oh Gott. Nein. Ich hasse es nicht. Das ist gar nichts. Diesmal bist du zu weit gegangen. Siehst du das nicht? Hä? Siehst du nicht, dass dieser Folterporno zu weit gegangen ist? Hä? Also, was gibt dir das Recht hier, Gott, mit diesen Leuten zu spielen? Was macht dich zu was Besonderem? Hm? Was? Du bist krank. Ein krankes Schwein! Also, was zur Hölle hast du ihnen angetan? Hä? Was zur Hölle hast du ihnen getan? Psychopath! Psychopath! Wow, das ist schräg. Hey! Leute, kommt schon! Hallo? Sam? Oh Gott! Chris, nur du entscheidest. Hallo? Zum Glück, wir brauchen Hilfe, bitte! Zum Teufel! Nein! Emily! Lass los! Weg! Gucken wir den da. Sputniks Worst Fuck-Ups, oder was? Ah!
mein Gott sei Dank bist du hier. Okay, geht's dir gut? Ich verstehe nicht, wie bist du hergekommen, hierher zu mir? Ein verdammter Irrer läuft hier oben rum. Ja, das weiß ich. Er lebt in einer Art Labyrinth aus Tunneln. Ich wollte irgendwie raus und da war dieses Gitter und dann du. Mir auch Videos gezeigt. In einem davon wurde Josh ermordet. Er wurde zerfetzt von diesem riesigen Scheiß-Sägeblatt. Verdammte Scheiße. Was für ein kranker Scheißfilm ist das denn hier? Hier ist eine Tür. Sie geht nicht auf. Kannst du sie von da aufmachen? Das ist doch dieser Scheinwerfer. Oh yeah, 4 Zuschauer. Wupp, wupp. Schön, dich zu sehen. Was soll das werden? Tja, also ein Handtuch ist doch nicht das beste Outfit, um Psychokiller zu bekämpfen, weißt du? Würdest du meinen? Ja, klar doch. Okay, fertig. Bringen wir es hinter uns. Allerdings. Was war das? Ist das... Was zum Teufel? Du weißt, was Platzpatronen sind. Ich meine echt jetzt. Ich wusste's! Verdammte Hacke! Ich hab gewusst, diese scheißverzerrte Stimme kenne ich trotzdem irgendwoher. Leck die Katz am Arsch! Oh, Scheiße! Oh Gott, meine Hände schwitzen wie ein Wasserfall. Verdammt! Nein!
Glück gehabt. Ich glaube, ich werde die Tastenbelegung des PlayStation-Controllers niemals mehr auswendig lernen. Shit! Shit! Das ist eine solche Situation. Die Frau hat echt Nerven. Ich hätte mich da oben gerne nochmal umgeguckt. Tja, du musst jetzt leider alles nochmal hochlaufen, Schätzelein. Danke. Geht das jetzt gar nicht? Vorbereitung zum Springen der neuen Schicht, Dezember 51.
Spiel gibt mir bestimmt keine Totems mehr, weil es genau weiß, ich mach damit sowieso nur Scheißdreck. Kann man es auch gleich ganz lassen. Oh, ein Totem, sowas. Tot! Der jetzt fast denken, dass das heißt, dass ich nicht da hoch soll und mich weiter umsehen, weil das sah so aus, als ob so Karten im Hintergrund gewesen wären. Na, Karte 14, 8,5 nähere Details. Die gehe ich jetzt nicht suchen. Oder so. Weiß es nicht. Nicht den 5. Ich weiß es nicht. Ich weiß nix. Ich doch da hinten hoch. Freude. Aber das waren nur 30 Stechuhrkarten. Nur Scheißideen. Ich hab nur Scheißideen im Kopf. Das Spiel macht mich echt fertig.
der Billy kommt schnell sicher nach Hause von deiner dich liebenden Frau und deiner Tochter Agnes und Luise. Ist die Lunchbox von so einem Minenarbeiter oder wie? So eine Maske. Ich kann es nicht ganz erkennen. Nimm es. Matt ist tot. Dank dir übrigens. Oder dank mir. Komm schon, verfluchter Scheiße! Den Tag nicht vor dem Abend loben. Aber bin ich jetzt hier, komme ich jetzt da durch, wo ich vorhin, oder war das jetzt im Prinzip nur ein Umweg?
mit Hinweisen gespickt. Nur, ich muss jetzt mal auf Toilette gehen. Gleich wieder da. Na, da sind wir wieder. Ich hoffe, ich konnte mal ganz kurz durchatmen. Oh, ich sehe gerade neue Kameraaufnahmen. Ach, das ist ein schönes Feature. Sicher, was mir das jetzt sagen soll. Nicht hier, wo die beiden Schwestern am Anfang runtergefallen sind. Wann holst du dir deins Bath? Das Tattoo ist wahrscheinlich gemeint. Ja, das ist die Brille.
Eva ist mein scheiß zweiter Vorname. Nicht weiter. Crap. Oh Gott! Oh Gott, Ben! Nein, oh Gott, Ben, nein! Ich bin gerade voll verwirrt, wo ich langlaufe. Ich da gar nicht durchgehen können. Jetzt bin ich hier wieder zurück und kann einfach hoffentlich direkt in den Fahrstuhl einsteigen. Na, jetzt greif ihn halt und dann. Okay.
Weil der da nicht drüber springen kann oder was? Fackel das Ding da an, zünd's an! Weiterkommen als letztes Mal. Shit. Josh. 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 Oh, oh, wirklich gut. Ihr alle hier habt mich erkannt. Und nach allem, was ihr erlebt habt, gut. Gut, 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 gut. Wie fühlt sich das an? Also, wie ist das? Ist das schön, wenn man terrorisiert wird, gedemütigt, in Panik? All die Gefühle, die meine Schwestern erleben durften vor einem Jahr? Aber ratet mal, sie kamen nicht mehr zum Lachen. Nein, 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 sie sind fort. Vielleicht fällt es dir nicht auf, Josh, aber keiner von uns lacht. Ach, kommt, 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 kommt. Wieso diese Gesichter? Kommt schon. Tut doch gut, wenn einem ab und zu das Herz rast, stimmt's? Und riesige Rast sind. Ich meine, bei jedem von euch. Bum, 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 bum. Ich hoffe, ihr wart begeistert von meinem phantasmagorischen Spektakel. Was? Ich bin einen Teil zu klein. Was ist das? Keine Gelegenheit ungenutzt. Es hat so viel Spaß gemacht. Ich war der Puppenspieler. Bei eurer pavlovschen Panik. Und all das Blut, ich meine Blut, da war Blut in Massen, falsche Leichen, ich meine, der Scheiß war so teuer. Und alles ohne Probe, nein, 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 alles ungeprobt. Ihr hättet eure Gesichter sehen müssen. Ich hatte euch am Haken, jeden einzelnen von euch. Josh, warum tust du das? Wozu sprichst du überhaupt mit dieser miesen Ratte? Der spinnt doch. Er hat eine Schraube locker. Er schluckt seine Pillen nicht mehr. Ach, kommt schon, Leute. Rache ist die beste Medizin. Das reicht. Mike, er ist krank. Was? Kommt schon, ihr werdet mir noch dankbar sein, wenn ihr alle bald Internetstars seid. Halt, was? Oh, ihr könnt mir glauben, dass dieses kleine Baby ein Riesenhit wird. Ich meine, wir haben unerwiderte Liebe. Wir haben Blut. Ich glaube, es gibt nicht mal genug Rechner in China, um all die Aufrufe zu zählen, die ihr kriegen werdet. Was heißt, allen geht's gut, du Arschloch? Jessica ist wirklich tot! Was? Hörst du schlecht? Jessica ist tot. Du wirst dafür büßen, Wichser! Ja, und Max ist auch tot. Jungs! Jungs, kommt schon! Wirklich, das ist doch völlig verrückt! Halt's Maul! Warum schlägst du sie? Ha? Warum musstest du sie schlagen? Ach. Wovon redest du da? Du hast Ashley geschlagen, du Stück Scheiße! Oh. Ich war so wütend. Man schlägt keine Mädchen. Das geht gar nicht. Pumpe. Alter, Chris, Bro. Ich bin nicht dein Bro. Wo gehen wir hin? Wohin bringt ihr mich denn? Wir sperren dich weg, Bro. Was? Damit du keine Dummheiten machst, bevor wir die Polizei rufen. Kommt schon. Ich hab gar nichts gemacht. Ist das dein Ernst, Mann? Du bist ein verdammter Mörder, du Arsch. Ich war das nicht. Michael, bitte glaub mir doch, Mann. Ich war das nicht mit Jessica. Hör auf, Mann. Halt endlich dein Maul. Chris, hey. Komm schon, Kumpel. Wir sind doch Partner. Hör auf, das stimmt doch gar nicht. Ach, na schön. Spiel den Arsch. Doch nur, was ihr sehen wollt. Ihr halt seid die Klappe! Ihr seid. Alter! Ist nicht meine Schuld, dass ihr Penner keinen Spaß versteht. Oh je, hab ich dir wehgetan? Hast du jetzt irgendwo leichte Schmerzen? Das tut mir ja so sehr leid, Mann! Schluss, Mann! Scheiße, stopp! Alter. Michael! Mike, sorry, Mann!
Ich kann dir nicht sagen, wie leid es mir tut, dass Jessica etwas zugestoßen ist, aber ich schwöre. Ich schwöre dir, ich habe keine Ahnung, was mit ihr passiert ist. Das Problem an der Sache ist, dass ich glaube, dass er recht hat. Josh, mal ganz ehrlich, Mann, denkst du wirklich, dass wir dir vertrauen? Auch nur eine verdammte Sekunde lang nach dieser ganzen beschissenen Show? Können wir uns nicht einfach alle vertragen? Verdammt! Wir meinen das ernst. Das ist nicht richtig. Nein, so war das alles doch überhaupt nicht geplant. Ihr seid ein Haufen Fieslinge! Ihr könnt doch nicht jemanden einfach so hier hängen lassen, Jungs! Ha? Nicht, dass ihr die Eier hättet, wirklich irgendwas Entscheidendes zu unternehmen! Ah! Au! Oh, bitte, du bist der größte Feigling überhaupt. Aha. Ich habe was getan. Ich habe euch glauben lassen an eine Welt, die ich erschaffen habe. Und euch Seiten von euch selbst gezeigt, die ihr an euch niemals sehen wolltet. Du hast uns manipuliert, reingelegt, deine Freunde verletzt. Und das alles, während du dich versteckt hast. Du bist ein Feigling, Josh, und sonst nichts. Okay, fesselt mich nur, okay? Halt still! Klar, 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 still. Weil das Fesseln erschwert, wenn das Opfer sich wehrt. Josh, Mann! Lässt du mir noch ein bisschen Spielraum, ja? Was muss ich tun, damit du still bist? Nicht so stramm, okay? Nicht so stramm, okay? Ich kann sonst nicht zappeln. Kabelbinder, die sind der Dreck. Ja, in Gottes Namen, Phase, Kabel, bitte. Das ist ganz schön krass. Geiselnahme war ja früher schon mal so drauf. Mindestens nein, für drei Geiseln so oder ihr Geld zurück. Alle sind dumm. Dumm, dumm, dumm. Chris und Ash. Chris ist ein Arsch. Ashley ist ein dumm, dumm. Wie bitte, was sagst du da? Ich sagte, du bist ein dummer Dummkopf. Wie bist du denn drauf? Oh, Ashley. Oh. Ashley, du wirst nicht sterben. Ich hol dich da raus. In meinen wildesten Träumen hätte ich nie gedacht, dass du mich magst. Es reicht. Kennst du dieses Geräusch nicht? Es heißt, ich küsse niemals Ashley, du Pussy! Schluss! Ja, hör mal, überlass doch lieber Ashley unserem Mike. Ich meine, immerhin hat er ja schon ein paar Kerben im Bettpfosten, was? Er nimmt sie ran! Du bist verfickt erbärmlich, Christopher! Ich mach den Typen alle! Hör nicht auf ihn! Er ist es nicht wert. Hey, Mike! Mike, 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 Mike! Mike, was? Was war da mit Jess, Mike? Du weißt, was da war. Nein. Nein, tu ich. Tu ich nicht. Ich hab ein Problem, Mike. Ich erinnere mich nicht an diesen Mord. So eine Scheiße. Ich meine, also ich denke, also daran würde ich mich sicher erinnern, weißt du? Sie ist so weich. Und bestimmt hat sie einen wirklich heißen Body. Halt dein verficktes Maul! Echt jetzt? Na was? Dachtest du, ich erschieße ihn? Keine Ahnung. Komm schon, Chris. Du solltest mich besser kennen. Ja, Chris. Du kennst mich doch auch besser. Ja, dann gib mir nächstes Mal ein Zeichen, okay? Oh, ihr armen kleinen Schweinchen. Bekommt ihr nicht mal die böser Kopf, guter Kopf Nummer auf die Reihe? Überlass das den Profis, Jungs! Geh du zurück zur Lodge.
Jacob. Oh, toll. Alles okay ist, ich bleib bis morgen früh bei diesem Spinner hier. Oh, Pyjama-Party. Bestellen wir uns eine Pizza. Kommst du hier klar? Ja, die anderen wollen sicher wissen, wie es steht. Du hast recht. Bis morgen früh. Joa, das machen wir jetzt noch fertig, oder? Josh! All die Gefühle, die meine Schwestern erleben durften vor einem Jahr? Aber wartet mal, sie kamen nicht mehr zum Lachen. Nein! Nein? Nein, sie sind tot! Jessica ist wirklich tot! Was? Hörst du schlecht? Jessica ist tot. Du wirst dafür büßen, Wichser! Was war da? Mit Jess, Mike? Ich erinnere mich nicht an diesen Mord. So eine Scheiße. Oh Gott! Oh mein Gott! Matt! Great time, look me up if you're over in Calgary. Billy Bates. Bates. Ach, das von der. Warte mal. Von der Frau und der Tochter des, oder? Romantischer Bastard. Das hier ist es doch. Ja. So eine Scheiße kann ich mir natürlich dann merken. Irgendwelche random Namen. Da oben wahrscheinlich was übersehen. Ich muss dieses Spiel dringend noch ein zweites Mal durchspielen. Yeah.
Okay, hier muss es lang gehen. Shit! Was ist das? Na, Scheiße! Ich hab den Pfeil auf dem Schild nicht richtig erkennen. Oh, ich bin richtig gefahren. Gefahren gegangen. Die wahrscheinlich auch so ein... Ha! Toll. Also hätte sie die Waffe wirklich behalten sollen. Da draußen ist und was. Marsch, ganz ruhig. Es war Josh, das war alles nein, nein, Josh. Nein, hört mir zu. Wir haben ihn schon, er kann dir nichts tun. Nein, es hat mich gejagt und es war kein Mensch. Moment. Erzähl uns genau, was passiert ist. Genau das versuche ich ja. Wir sind auf den Turm geklettert und der Turm ist eingestürzt. Einfach so, direkt in die Minen. Wow, welche Minen? Hier sind überall Minenstollen unter dem ganzen Berg. Und als der Turm umfiel, sind wir da reingestürzt. Ich komme nicht mit. Der Turm ist umgefallen? Denn das? Ich bin rumgelaufen in den Minen und es war dunkel. Und da war dieser Kram und da lag Bess Kopf. Was?
Beth Kopf. Er lacht. Oh mein Gott. Ohne Scheiß. Ist das Ernst? Ja, mein voller Ernst. Ich glaube, sie sind da reingestürzt. Oh, verfluchte Scheiße. Schlimmer ist noch, ich glaube, Hannah war nicht tot. Also von dem Sturz, nicht sofort. Was meinst du damit? Ich weiß nicht. Ich fürchte, sie war da unten und sie ist ganz langsam verhungert. Und wir haben hier oben alle nach ihr gesucht. Wer sollte das ahnen? Scheiße, das ist furchtbar. Hör zu, im Turm, da war ein Funkgerät und ich habe jemanden erreicht, aber genau da ist der Turm eingestürzt. Du bist da. Oh Gott, ja, Mike! Was ist mit Matt? Ja, das fragen wir uns auch. Dann war da dieses Monster, das sie gejagt hat. Sie ist komplett durch, Leute. Emily? Hey, Em? Wow. Wer kann das denn sein? Josh. Jess? Nicht Jess. Sorry, Mann, aber wer ist es dann? Was weiß denn ich? Wir sollten nachsehen. Ich bin dabei. Gut. Mach endlich, ist wahrscheinlich eh keiner mehr da. Es sei denn, ich soll die Waffe nehmen. Nein, 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 keine gute Idee. Du die Tür, ich die Waffe. Oh, ganz ruhig. Ganz ruhig, Mister. Halt. Oh, shit. Schon gut, schon gut. Ganz ruhig, Opa. Okay, jetzt beruhigt sich jeder wieder. Jetzt geht brav darüber. Na los, los! Lasst mich sagen, was ich sagen wollte. Ich will... Ach, hab ich hier gar kein Foto von dem. Meint ihr wegen Hannah und Beth? Ja, vielleicht waren sie drin verwickelt. Oder verantwortlich. Jetzt mal ganz langsam. Ich mag es gar nicht, dass ihr Kids immer hier rauf auf meinen Berg kommt. Ihr Berg? Oh, ich glaube, die Washingtons wären überrascht, das zu hören. Nein, gehören tut mir der Berg nicht, das stimmt. Aber er gehört auch nicht den Washingtons. Dieser Berg gehört nur dem Wendigo. Wem? Was ist denn ein Wendigo? Hören wir ihn an. Haben wir denn eine Wahl? Ich sag euch das nur das eine Mal. Und mir ist es egal, ob ihr mir glaubt oder nicht. Ich habe meine Gründe, es endlich loszuwerden. Ne? Sag ich doch. Schuldgefühle. Er hat was verbrochen. Psst, Klappe, Mike. Es gibt einen Fluch. Er liegt auf diesen Bergen. Verfällt ein Mann oder eine Frau dem Kannibalismus in diesen Wäldern, wird der Geist des Wendigos entfesselt werden. Oh, Scheiße. Ihr müsst euch einen sicheren Ort suchen. Probieren wir es im Keller. Okay, geht da runter. Jetzt, ihr alle, und wartet. Was? Wieso? Und wie lange? Bis zum Morgen. Until Dawn. Ich hab Josh allein gelassen, als er ihm geschrien hat. Wo hast du ihn gelassen? Im Schuppen. Euer Freund ist garantiert schon tot. Nein, nein, unmöglich. Wir waren erst bei ihm. Auf diesem Berg kann schnell etwas passieren. Nein. Ich geh ihn holen. Du kannst da nicht raus, Chris. Ich bin eigentlich sein bester Freund und ich hab ihn verraten. Nein, er hat dich verraten. Er hat uns alle verraten. Ist mir egal, ich werde ihn holen. Dann gehe ich mit dir. Ich brauche keine Hilfe. Allein zu gehen ist Selbstmord. Gut. Der Rest von euch geht in den Keller. Bleibt da. Geht nicht wieder da raus, bevor wir wieder da sind.
siehst nicht so aus, als ob du den Ernst der Lage verstehen würdest. Ja, ich hole doch Josh, oder nicht? Nein, ich gehe und hole Josh. Du wirst mir helfen. Hast du verstanden? Ja, ich glaube schon. Du bleibst hinter mir und tust genau das, was ich sage. Okay. Dieses Ende richtest du auf das, was sterben soll. Ich kann mit einer Flinte umgehen, Mann. Kannst du nicht. Woher? Wissen Sie das? Glaub mir, ich weiß es. Hey! Komm bloß zurück. Na, endlich. Es muss beeilen. Wir sehen uns dann. Also, Sie sind der Experte für die Dinger. Was muss man da wissen? Sei einfach vorsichtig und tue, was ich tue. Hat sich nichts geändert, wurde auch eben eingeblendet. Also. Draufschießen, bis es tot ist. Ja, da könntest du echt lange schießen. Ja, was? Ich kann es damit gar nicht töten? Nein, aber langsamer machen. Und wie tötet man es? Die mögen kein Feuer. Ich mag kein Feuer. Die fürchten es. Und es kann sie töten, wenn nötig. Ihre Haut ist wie... so wie ein harter Panzer. Es sei denn, man brennt sie zuerst weg. Wie sind diese Dinger so? Ich meine, sind sie total unberechenbar? Oder kann man einschätzen, was sie tun? Sie folgen bestimmten Mustern. Wie jedes Tier. Oder Menschen. Na, und wie? Folgen sie Zeitplänen? Tja, sie jagen nur bei Nacht. Wieso? Hab ich nicht gefragt. Gibt es Profi-Wendigo-Tipps? Wenn ich mich mit Knoblauch einreibe, können sie mich nicht riechen oder sowas? Ja, sie riechen dich trotzdem. Irgendetwas anderes? Sie können dich nicht sehen, wenn du ganz still stehst, wie bei Kröten. Sie erkennen nur, wenn sich in ihrem Sichtfeld etwas bewegt. Also wenn ich stillstehe, dann bin ich unsichtbar. Ja, ich würde aber nicht empfehlen, es zu probieren. Verdammt! Diese Dinger, Wendigos, sind oder waren Menschen. Steckt dann irgendwo noch ein Rest menschlicher... Oh nein! Verdammt, was soll das? Ich kann erst mal aussprechen lassen, bevor ich weg. Dahin bin. Wir sind zu spät! Still! Wir müssen weg. Sofort. Und was ist mit Josh? Wir müssen ihn suchen. Also, der Wendigo macht dich zuerst bewegungsunfähig. Und dann schält er dir die Haut von deinem ganzen Körper Stück für Stück. Dabei lässt er dich leben und zusehen, wie er deine Organe frisst. Einen Bissen nach dem anderen. Zur Lodge, gut. Ja. Lass uns abhauen. Vielleicht ist er noch hier.
ganz leise. Lauf! Los, los, los! Großer Gott, was ist das? Zurück! Zurück! Gott verdammt! Wir sind zu lange geschieden. Wir müssen weg hier! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Oh, oh Scheiße. Lucky shot. Nein! Das hätte. Dann wäre er in die Luft geflogen. Shit! Nein! Diese scheiß Zielsteuerung! Nein! So eine verfickte Dreckskack-Scheiße! Ich hab doch diese Scheißsteuerung vorhin umgestellt, oder nicht? Ich hab sie doch wieder umgestellt! Verdammte Kacke! Chris! Ash! Ash! Nein! Oh mein! Ach du Scheiße! Oh mein! Oh! Gehen wir runter in den Keller. Hey, bleib bei mir. Bleib bei mir, Ash. Mike, Ash, oh Gott sei Dank. Ash, was ist los? Sie... schlecht aus. Was meinst du damit? Mike, wo ist Chris? Oh nein. Oh Gott, Ash. Er wollte... Er war draußen. Es tut mir so leid, Ashley. Was ist mit dem Alten? Keine Spur von ihm, ich glaube. Den hat's auch erwischt. Oh Gott. Sind das alle Türen? Ja. Ganz sicher. Wonach suchst du denn? Nach einem Weg hier raus. Mike, ich glaube, das ist keine gute Idee. Wir sollten hier bleiben, wirklich. Bis zum Morgen. Wenigstens sind wir hier sicher. Oh, ja. Hübsch eingepackt mit einem Schleifchen obendrauf, damit uns das Ding nur noch auspacken muss? Jemand wird uns retten. Morgen früh. Zuversicht klingt anders. Aber jemand wird kommen, stimmt's, Em? Ja, ich meine, oder? Ihr könnt warten. Ich bin weg. Mike, es gibt keinen Schlüssel für die Seilbahn. Josh, er muss ihn haben. Josh? Einer seiner miesen Tricks. Toll, toll. Wenn das Scheißding Josh erwischt hat, dann war's das wohl. Keine Ahnung, Mike, es ist möglich. Was ist möglich? Vielleicht hat das Ding ihn mitgenommen in die Mine. Was? Ich habe ganz furchtbare Sachen gesehen. Das Ding wohnt, glaube ich, da unten und... Ha. Was? Scheiß drauf. Ich hol mir den Schlüssel direkt aus der Höhle dieser Bestie und dann schaffe ich uns alle hier wieder raus. Nein, das war... Was ist das alles? Das ist die Tasche dieses Opas. Ist das eine Karte? Der Typ war für alles gewappnet. Nicht ganz. Was ist denn das? Oh mein Gott. Warte, was ist das? Ich war da unten. Es war furchtbar. Es gab einen Einsturz in den 50ern ungefähr und diese Bergleute wurden da eingeschlossen. Oh mein Gott. Ein paar haben überlebt, aber etwa 15 von ihnen nicht. Da war ein Reporter und ich glaube, er hat herausgefunden, dass da ziemlich viel vertuscht worden war. Da lagen Pläne. Die wussten, es ist eine Todesfalle und haben trotzdem Männer reingeschickt. Und wer weiß, was es bedeutet, aber da war so ein Stuhl mit getrocknetem Blut überall, als hätte man jemanden gefoltert. Michael, können wir uns vielleicht darauf konzentrieren, wie zur Hölle wir hier rauskommen? Ich sag ja nur, es ist schräg, was hier oben so alles passiert ist. Was schräg ist, ist dieser Tunnel. Er führt von der Lodge bis zum Sanatorium hier.
So bin ich hergekommen. Das habe ich gesehen, als ich da war. Dort lebt das Ding. Was ist das? Das? Hä? Das. Ash. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Es hat mich gebissen. Nein. Gebissen? Was hat dich gebissen? Der Wendigo. Was? Es ist gar nichts. Ehrlich, es spielt keine Rolle. Geht's dir gut? Shit. Es tut gar nicht mehr weh. Ehrlich. Es ist nicht so schlimm. Wenn der dich gebissen hat. Ich weiß, was ihr jetzt denkt. Und es ist nichts. Wirklich? Ja. Emily, wir sollten uns das anschauen. Emily, wenn der Wendigo dich gebissen hat, dann wirst du vielleicht zu einem von diesen Dingern. Doch lächerlich. Er sagte, wenn man jemand anderen isst, oder nicht? Das hat er gesagt. Was, so passiert das? Ja, es passiert, wenn du eine bist, dann bist du auch einer davon und dann gehst du auf uns los. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Du kannst nicht bei uns bleiben. Was? Mike? Du musst gehen. Soll das ein Scherz sein? Du bringst uns alle in Gefahr. So ein Schwachsinn! Emily! Du kannst nicht bleiben. Mike, reg dich ab, okay? Wir wissen nicht, ob das so abläuft. Vielleicht ist es nur ein Biss. Was soll das? Leute, was macht ihr? Hier ist die Tür. Tu uns allen den Gefallen und geh. Oh nein, du willst dich nur besser dabei fühlen, dass du mich in den Tod schickst. Du weißt, dass da in Wendigo nur darauf wartet, mich zu zerfetzen, so wie bei... Okay, oh mein Gott, geh einfach raus! Los, verschwinde hier! Wow, okay. Wow, Mike, ganz ruhig. Du willst mich erschießen? Mike, mich? Das ist der Schutzraum, M. Mike, bitte. Er ist nicht sicher, solange du hier bist. Mike. Nicht für uns. Ich tu das nicht. Es tut mir so leid. Ich kann das nicht. Oh mein Gott. Du tust das Richtige. Hoffen wir es. Vielleicht. Vorerst. Shit. Fuck, fuck. Beobachtet sie. Und wenn ihr irgendein Anzeichen seht, dann müsst ihr es tun. Ja. Keiner geht raus. Okay? Es ist nicht sicher da draußen. Ich bin bald zurück. Der uns helfen würde. Der Flammenwerfer-Typ? Jetzt haben wir keine Chance. Nein, Leute, es heißt nur, wir müssen stark sein. Wir müssen es allein schaffen. Ich glaube nicht, dass ich das kann. Nur wenige Menschen haben es gewagt, Wendigos zu jagen. Ich bin der Einzige, dem es je gelungen ist, sie im Zaum. Der Kerl ist ja richtig besessen. Hallo? Sie im Zaum zu halten. Halte dich an diese Worte oder du wirst mit dem Tod bestraft und es wird nicht der letzte Tod sein. Der Wendigo muss unter Kontrolle gebracht werden. Der Wendigo entsteht durch Kannibalismus. Wenn ein Mensch verzweifelt Nahrung braucht, gefangen auf dem Berg in heftigen Winterstürmen, wenn er mehrere Tage nichts gegessen hat, dann beginnt der Wendigo-Geist Besitz von ihm zu ergreifen. Sogar der stärkste Mensch ist nicht davor gefeit. Er wird erbarmungslos morden, oft sogar seine Gefährten, die mit ihm gereist sind. Er wird das Fleisch roh von den Leichen abnagen. Ich wurde vor vielen Jahren selbst Zeuge davon, von einer Gier nach Fleisch, die nicht gesättigt werden kann. Und dann beginnt die Verwandlung. Zuerst verändern sich die Augen und werden milchig und weiß. Dann verlängern sich die Zähne, wie Reißzähne. Die Kreatur wächst und die Haut spannt sich über den Knochen. In diesen Bergen lebte einst ein Stamm, die Cree? Das hat alles eine lange Geschichte. Oder Kree? Ihre Schamanen erzählen Geschichten von einer großen Kreatur, geboren im Eis. Der Stamm respektierte den Berg und alle darauf lebenden Tiere. Der Berg wurde den Kree heilig. Oder Kree, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie es heißt.
Damit wurde auch jedes Tier heilig. Die C-Punkt glaubten, es würde Unglück bringen, einem Tier auf dem Berg etwas zu tun, und suchten sich ihre Jagdgründe woanders. 1893 kamen die Bergleute. Sie fanden Zinn und später auch Spuren von Radium. Sie gruben tief in den heiligen Berg. Die C-Punkt sagen, dass der Berg aufschrie und der Geist so freigesetzt wurde. So wie beim Balrog. Die Augen des Wendigos verändern sich. Sie werden sowohl schärfer als auch dunkler. Der Wendigo. Die Wendigos sind mutiert aus Menschen. Bei der Jagd auf uns können sie ihre Beute perfekt nachahmen. Der Wendigo sieht Bewegung. Er ist ein Jäger wie ein Falke. Doch etwas Bewegungsloses kann er nicht sehen. Wenn man vollkommen starr verharrt, kann der Wendigo einen nicht erkennen. Haut und Fleisch, Wendigos sind hart wie ein Panzer, erscheinen keinen Schmerz zu spüren. Schnitte oder Stiche sind wirkungslos. Kugeln können seine Haut nicht durchbohren, aber ein Gewehr kann ihn auf Abstand halten. Da der Wendigo eine Mutation des Menschen ist, weiß er, wie er uns jagen kann. Er kann seine Beute perfekt nachahmen. Bleibt immer auf der Hut und diszipliniert. Ich habe 6 Wendigos erledigt. Messer oder Kugeln sind es was? 12 oder 15? Die nicht befreit wurden, dann wahrscheinlich. Die Bergarbeiter. Nimm einen Flammenwerfer, das ist die beste Waffe. Feuer umhüllt ihn, verbrennt die Haut und macht ihn schwach. Aber versuche nicht, ihn zu töten. Ein Wendigo umzubringen sollte der letzte Ausweg sein. Durch den Tod entweicht der Wendigo-Geist in die Luft. Ich habe sie eingesperrt. Ich habe sie mit Fallen gefangen und mit Feuer in Käfige getrieben. Als Köder für die Fallen habe ich menschliche Glieder benutzt. Von jenen, die keine Verwendung mehr dafür hatten. Lecker. Einen nach dem anderen fing ich die Plage ein, die den Berg befallen hatte. Möglicherweise kann man sich davor schützen. Schamanen erzählen von Ritualen. Ich habe einheimische Artefakte auf dem Berg gefunden und sie nachgemacht. Totems. Bündel von Heilkräutern und Federn. Ich habe sie nachgebildet und ausprobiert. Draußen auf dem Berg funktionieren sie. Sie halten die Wendigos im Zaum. Nicht völlig, aber ausreichend. Doch innerhalb von Gebäuden funktionieren sie nicht. Laut den Legenden der C-Punkt entstehen Wendigos durch den Biss eines anderen Wendigos. Okay, wir sollten sie töten. Doch der Biss ist harmlos. Ich wurde gebissen, aber ich habe... Was? Aber ich habe mich nicht verwandelt. Sie entstehen nur, wenn Menschen das Fleisch eines anderen essen. Nur so. Gut, dass wir sie nicht gekillt haben. Oh. Was ist denn? Was steht da? Hier steht, dass der Biss. Wenn du dich beißt, bist du nicht infiziert. Es passiert überhaupt nichts. Lass mich das sehen. Sorry, was hast du gesagt? Hier steht, du bist okay. Steht was? Es wird nichts passieren. Nichts? Mike hat mich fast erschossen. Nennt ihr das nicht? Geschossen. Und die Schlampe hat ihn ermutigt. Ey, das ist nicht fair. Sie hatte Angst. Ich bin es, die Angst hat. Tut mir leid, Emily. Ich wusste nicht, was passieren wird. Niemand wusste das. Es gibt keine scheiße Entschuldigung dafür. Bitte, Emily, bitte versuch doch zu verstehen. Versteh du lieber, was dir meine Hand sagt. Tut mir leid. Tut mir so leid. Scheiße. Shit. Wir müssen zu Mike. Sofort. Wollt ihr nicht die Knarre mitnehmen? Oh, Joshua. Du hättest auf mich hören sollen. Aufgrund deiner Entscheidung sind Menschen gestorben. Ich weiß nicht, was schlimmer ist, aktiv Dinge zu veranlassen, durch die eine Person stirbt. Oder passiv zuzulassen, dass eine Tragödie abläuft. Und dabei rührt man nicht einen gottverdammten Finger! Um jemandem zu helfen. Weißt du noch letztes Jahr? Du hast deine Schwestern sterben lassen. Du hast nichts unternommen. Betäubt von deiner eigenen selbstsüchtigen Furcht.
während die echte Gefahr immer näher kam. Es geht nur um dich, Josh. Immer geht alles um dich. Dein Spiel, das ging fürchterlich schief. Und deine Freunde wie deine Schwestern haben dich verlassen. Du bist allein. Kannst du fühlen, wie kalt deine Einsamkeit geworden ist? Warum hast du sie verletzt? Joshua, warum hast du sie verletzt? Aber natürlich hast du das. Sie waren deine Freunde, du hast sie getäuscht, sie belogen und sie durch eine Nacht des nackten Grauens gejagt. Nur ein Spiel? Aber ein Spiel, das dich zu einer deiner eigenen größten Ängste geführt hat, Joshua. Isolation. So, ich denke mal, ihr habt noch Bock, oder? Dann machen wir noch weiter. Mike, Ash, oh Gott sei Dank. Ash, was ist los? Sieht schlecht aus. Ash! Ash! Nein! Es tut mir so leid, Ashley. Was ist mit dem Alten? Keine Spur von ihm, ich glaube. Halt! Nicht fliegen! Gott, was ist das? Wonach suchst du denn? Nach einem Weg hier raus. Mike, es gibt keinen Schlüssel für die Seilbahn. Josh, er muss ihn haben. Was ist das alles? Vielleicht hat das Ding ihn mitgenommen in die Mine. Ich war da unten. Es war furchtbar. Es gab einen Einsturz in den 50ern ungefähr und diese Bergleute wurden da eingeschlossen. Was ist das? Das ist der Schutzraum, M. Bitte! Fuck, ich kann das nicht. Oh mein Gott. Du tust das Richtige. Beobachtet sie. Ich bin bald zurück. Ja, guck mal, ob das jetzt das letzte Kapitel ist oder ob dann doch noch eins kommt. Ist mein Freund eigentlich jetzt noch da? Wolfie? Wo genau will ich jetzt eigentlich hin?
weil ich dachte, der Typ da unten wäre das vielleicht. Meine ich da irgendwo ein Foto von dem? Hier war das irgendwo dabei gewesen. Das können wir uns da gerade nochmal angucken. Da, der da. Aber wohl eher nicht. Großvater konnte ihn nicht besiegen. Etwas später sind die Bergleute gekommen, um den Berg abzubauen. Bis ein Einsturz sie einsturzten. Und wurden wahnsinnig. Mörder. Sie. Und vielen Jagden. Bis zu dieser Nacht. Da hatte ich ihn endlich im. Wir waren nicht alleine in den Wäldern. Ich konnte die Mädchen nicht. Okay, der Wendigo war also los, schon letztes Jahr. Und der Typ ist der Sohn von dem, den man auf dem Foto gesehen hat, der quasi die Arbeit übernommen hat, so wie die Winchesters ja auch von wegen des Familiengeschäfts und so weiter halt Jäger geworden sind. Und der Rest ist Geschichte. Und es ist wohl nur noch dieser eine einzige Wendigo. War hier nicht der Wolf? Nur noch Mistgabel und Pöbel. Muss reichen. Eine doppelläufige Shotgun, die auch noch abgesägt aussieht. Ich glaube, da hast du was ganz Feines, mein Lieber. Großer.
Freust du dich, mich wiederzusehen? Hey. So, Kumpel. Du kommst mit mir. Okay. Wie ist der Plan? Ich habe eine Karte von hier gesehen. Das wird also kein Blindflug. Es müsste einen Weg durch die Psychiatrie geben. Direkt raus aus der Mine. Kriegen wir das Nein. hin? Nein. Ja, mal zurück. Kannst nicht besser sagen. So ist es brav. Sollen wir das jetzt irgendwas sagen? Oder geht es einfach nur darum, dass die halt gestorben sind? Im Unglück. Wäre ich bloß so gelenkig wie du. Ich glaube, ich sitze hier fest. Okay. Versuchen wir es. Sehen? Ich hab's auch drauf. Oder Wolfi? Ja, oder Wolfi statt Wolfi, auch gut. War ich ja nah dran.
Wie bin ich da nur wieder reingeraten? Das sind ja die reinsten Panzertüren. Wie irre waren diese Insassen. Fuck, Mann. Das ist wirklich ekelhaft. Die Patienten wurden vor 5 Tagen in die medizinische Einrichtung von Blackwood eingewiesen. In diesem Zeitraum führten wir eine Reihe von physiologischen und psychologischen Tests durch. Die Ergebnisse waren außergewöhnlich. Sie widersprachen den allgemeinen medizinischen Erwartungen. Beobachtete Symptome: Blässe, Hautverfärbungen, schwerer Vitamin-D-Mangel, Störungen des Sozialverhaltens, überdurchschnittlich lange Wiedereingewöhnungszeit nach traumatischem Ereignis, unstetes zwischenmenschliches Verhalten, Gewalt gegen Pflegepersonal, 3 versuchte Tätigkeiten, 1 versuchter Kratzangriff. Erwartete, aber nicht beobachtete Symptome, Mangelernährung, Skorbut, durchschnittlicher BMI nur innerhalb ca. 3% der normalerweise erwarteten Werte. Sie müssten tot sein. Mit Baby kann ich nicht ganz so viel anfangen, also dass es mich scheiße ist. Erfrierungen, Reaktionen der Patienten auf Reize innerhalb akzeptablen Bereichs 130 bis 410. Millisekunden. Ich war gerade irgendwie bei Strom gewesen, ich weiß nicht. Rückseite. Rückseite. Gebrechlichkeit, Schwäche, Aufblähung von Schienenbein, Wadenbein und Oberarmknochen durchschnittlich plus 2,5 cm. Möglicher Kräftezuwachs beobachtet, ein Patient hat knapp 330 kg Gewicht. Nice. Empfohlenes Vorgehen unter strikter Beobachtung halten, Fixierung dringend empfohlen, Pflegepersonal von 1 auf 3 Personen aufstocken, Beobachtung rund um die Uhr. Ja, dann haben die sich hier wohl. Ach so, ja, die haben die. Ja. Hier. Der Herr Kinz hat recht. Die haben sich wohl gegenseitig aufgegessen. Und das sind halt die, die fehlen. Und die anderen, die halt gerettet wurden, die wurden dann zu den Wendigos. Und da wurden zumindest 6 von getötet. Und einer ist übrig, sind 7. Aber da müssten ja noch. Habt ihr es auch gesehen? Da ist einer hochgekrabbelt. Rechts hinter dem Gitter. Geil. Müssten aber ja eigentlich dann noch ein paar übrig sein. War schön, wie sich hier alles so langsam zusammenfügt.
hasse es. Ich weiß es nicht, wo ich lang gehen soll. Lauf der Skeletthyperostose. Tag 4, epidermale Depigmentierung zu erwarten nach Aufenthalt unter Tage. Starke Krümmung des Thoraxbereichs, posttraumatische Kyphose, was das ist, Hornhautdystrophie und Linsentrübung, Sehschärfe 160. Chronische Kyphose, narbige Alopezie, extreme Perforation der Nasenscheidewand, ektodermale Dysplasie, Anspitzung der Zähne. Ja, der verwandelt sich in ein Wendigo. Scheiße, setzen Sie sich das doch nun mal einer rein. Das ist ja echt unglaublich. Telogenes Effluvium, keine Alopezie. Länge der Oberkiefer, Eckzähne 3,8 cm, Konsistenz bei Hornhautödem. Aber Sehschärfe jetzt 2022. Epidermale Verhärtung, Hornschicht plus 1,3 cm. Nach 12 Tagen. Finde dieser Nachricht. Sie sterben draußen. Ich höre sie kreischen und weinen. Diese Hölle ist mein einziges Vermächtnis. Gottes Strafe für meine Fehler. Ich kann meinem Schicksal nicht entrinnen. Der Tod wartet bereits auf mich. Jefferson Bragg. Der Name kam mir auch schon mal vor. Langsam bin ich da auch ganz schön fertig. Scheißfilm ist das denn hier? Das war's.
Der Wolf? Ja, toll. Ich hab gedacht, der Wolf kommt auch noch. Ich wollte ihn nicht aussperren. Jetzt habe ich wieder Scheiße gebaut. Josh, würde ich sagen. Der letzte Ort, an dem ich jetzt sein möchte. Und wer geht zuerst? Nach euch. Gar nicht schlecht. Meinst du, das ist der Tunnel zum Sanatorium? Ja, wo soll er denn sonst hingehen? Wir sollten das schließen, oder? Hä? Ich meine, was, wenn uns was folgt? Ja, klar, mach zu. Aber wir müssen jetzt weiter. Kannst du dich beeilen, bitte? Ja. Und wir sind weg.
Ist da jemand? Jessica! Bist du das? Hallo? Meine Vermutung, dass das ein Wendigo ist, der nur eine Stimme nachmacht und mir die Szene vorhin gezeigt wurde, um mich zu manipulieren. Also die Szene, wo die aufwacht, meine ich. Ich hatte eine Scheißangst. Wir auch. Da. Oh nein. Wow. Die Leiter ist hin. Wir schaffen es niemals darauf. Nein. Ich glaube, ich schaff's. Ich glaube, ich kann das. Ist wie eine Felswand. Ich klettere weiter. Geh du doch zurück zur Lodge. Ich muss zu Mike. Viel Glück. Dann habe ich den Dreh, was die Tasten angeht, doch aus. Nein. Ach. Zurück. Ach, Scheiße. Ich habe genau gedacht, er würde irgendwas liegen. Das.
Hallo? Warum willst du da jetzt reingehen, wenn er jetzt wieder da drin ist? Wegen dem Wolf bin ich jetzt zwar besten in der Situation gewesen, ansonsten hätte ich nämlich die Tür zugemacht. Ah, na gut. John, komm schon los jetzt! Jawohl. Yeah! Marshmallows? Oh, alles okay? Definiere okay. Lebendig zum Beispiel. Suchen wir einen Weg ins Versteck des Bastards. Gut. So. Schauen wir hier nochmal hier drüber. Elfutnitsky zeigt sich unbeeindruckt. Bonusinhalt, die Wissenschaft der Angst, 1000 Seiten, die Musik, Bildschirm 1, 2. Was zum Teufel? Ja, das frage ich mich bei dem Spiel hier. Wieso des Öfteren? Dann nochmal kurz hier. Lecker. Gehen wir alles durch, damit das neu da weggeht.
hier ist das Aktuelle, was... Genau. Sieht aus wie das Studio in dem alten Film, der zeigt, wie sich ein Bergarbeiter in ein Wendigo verwandelt. Hier fehlen zwei Stück. Hier fehlen einige. Josh hat die Axt hier als Teil seines Plans platziert, seine Freunde zu erschrecken. Josh wollte all das ins Internet stellen. Josh hatte viele Gelegenheiten, die im Laufe des letzten Jahres aufzunehmen. Die Bilder, ja. Josh brauchte die Eingeweide für seine Todesmaschine, so viel Einsatz für die realistische Wirkung. Das stimmt. Das Zeug, was da rausgequillt ist, als die Säge ihn zerschnitten hat. So hat Josh den Fernseher, die Türen und die Beleuchtung in der Lodge gesteuert. Internet. Den nochmal an. Großvater kann den nicht besiegen. Etwas später sind die Bergleute gekommen, um den Berg abzubauen, bis ein Einsturz sie einsperrte und den Fluch wie und wurden wahnsinnig. Mörder. Sie. Und mit Feuerquellen. Nun vielen Jahren. Bis zu dieser Nacht. Da hatte ich ihn endlich im... Aber wir waren nicht alleine in den Wäldern. Ich konnte die Mädchen... Dann gute Nacht da draußen, was immer du sein magst.